Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 4. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 829 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Sammelklage, Big Bang E, Eve Cam, Neon mit Samsung Pay, Outlook und Sonderfolge. Ich beginne gleich mit einer Sammelklage, die aktuell in den Staaten unterwegs ist. Und zwar hat man Google dafür bezichtigt, Daten auszulesen, obwohl man privat unterwegs ist. Was ist genau damit gemeint? Google Analytics, der Ad Manager und auch weitere Apps sollen trotzdem, dass man im Inkognito-Modus unterwegs ist, dennoch Daten sammeln. Wer hätte das Google nur angedacht? Oder anders gefragt, wer hätte gedacht, dass Google da nicht auch Daten sammelt? Das ist wahrscheinlich die richtige Frage. Dann kann man viel Geld ausgeben. Das geht wahrscheinlich erst dann, wenn man mit der Sammelklage gewonnen hat. Hubold, eine Schweizer Uhrenmanufaktur, hat eine neue Smartwatch vorgestellt. Das ist nicht die erste in der Reihe, aber eine, die sich preislich schön von anderen abhebt. Die Big Bang E ist mit 5200 US-Dollar und somit auch in etwa Schweizer Franken in einer Titan-Version oder für 5800 Dollar und Schweizer Franken in schwarzen Keramik zu haben. In diesem Keramik oder Titan schlägt nicht ein Schweizer Präzisionsuhrwerk, sondern digitale Technik, wie man sie von Fossilgeräten her kennt. Also so Qualcomm Snapdragon Wear 3100, ein relativ alter Prozessor mit 1 GB RAM, 8 GB Speicher und so weiter. Und das Ganze in bisschen teurer, würde ich mal sagen. Schade, dass man da nicht auf was Neues gesetzt hat, aber eben, was will man tun? Es gibt leider in dem Markt aktuell auch nicht wirklich sinnvolle neue Prozessoren, die auch vom Wear OS unterstützt werden. Somit ist das Ganze ein Hamsterrad, wenn man denn so möchte. Eve hat eine neue Cam vorgestellt, die Eve Cam. Ab sofort, also vorgestellt wurde sie schon länger, aber ab sofort kann man sie jetzt ordern. Wer möchte, das Ganze ist eine reine HomeKit-Kamera, also wie die Circle View von Logitech, die vor kurzem vorgestellt wurde. Auch die bewegt sich beide um knapp zwischen 180 bis 200 Währungseinheiten und können, wie gesagt, jetzt vorbestellt werden. Wer noch nicht hat, kann nochmals. Aber eben, wie gesagt, ist eine reine HomeKit-Kamera. Wer nicht das Apple-Universum verlassen möchte und da sich wohlfühlt, kann zugreifen. Alle anderen, da gibt es andere Möglichkeiten. Der Schweizer Fintech oder das Schweizer Fintech-Unternehmen Neon hat eine Neuigkeit rausgehauen, auf die wir schon lange warten. Unter anderem Samsung Pay ist ab sofort verfügbar. Heißt, man kann die Kreditkarte im Samsung Wallet hinterlegen und dann damit bezahlen. Egal ob mit dem Smartphone oder der Smartwatch aus dem Hause Samsung. Im Sommer diesen Jahres soll dazu kommen Google Pay. Da freue ich mich auch generell schon drauf. Und ja, das Traurige ist, Apple Pay verschiebt sich jetzt mittlerweile sogar auf Ende Jahr. Anscheinend sollen da rechtliche Schwierigkeiten oder wie gesagt, wie haben sie es im Tweet nochmals deklariert, Streitigkeiten, Schwierigkeiten. Ich verweise auf das Tweet. Ich verlinke das Tweet, damit es nochmals genau drin ist. Ja, zu guter Letzt noch, oder zum zweitletzten Neuigkeit für heute. Outlook bringt etwas, was eigentlich schon ganz lange hätte sein sollen. Menschen wie ich, die Outlook auf diversen Geräten installiert haben, egal ob Computer oder Smartphones etc., die kennen das Leid. Überall muss man die ganzen Einstellungen neu machen und gleich anpassen, dass man überall die gleiche User Experience hat. Das sollte ab nächsten Monaten nicht mehr so sein. Es kommt nämlich ein Microsoft 365 Abo-Update und damit soll es dann möglich sein, die Einstellungen in der Cloud zu speichern. Mein Gott, Microsoft, endlich geschafft. Und das Gute an der Neuigkeit, das geht bei Geschäft wie auch Privatkonten von Microsoft 365. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was Microsoft 365 ist, ja, der neue Name vom Office 365. Erinnert ihr euch, es war mal vor ein paar Wochen auch in der Daily hier drin.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf und hoffe, dass es auch im Juli kommt. Vorgesehen war das Ganze eigentlich schon im März, aber ihr kennt es, Corona und ein paar Verschiebungen. Das gibt es leider aktuell überall. Zu guter Letzt habe ich eine kleine Sonderfolgen-Hinweis auf unseren Mutterpodcast, den Geek Talk. Da in der Kategorie der Sonderfolgen, der Interviewfolgen, habe ich zusammen mit dem Achim eine Sonderfolge zum Thema Wi-Fi 6 aufgezeichnet. Wir haben da zusammen mit dem Gordon Priwe von AVM gesprochen über was ist Wi-Fi 6, was waren die Vorgänger, was gab es da für Möglichkeiten, was kommt neu dazu und was ist, sind die Zukunft oder wie sehen die Zukunftsaussichten aus in dem Bereich. Wer es noch nicht gehört hat, Link ist wie immer in den Shownotes oder auf GeekTalk, also daily.geektalk.ch zum Nachlesen. In diesem Sinne euch einen wundervollen, schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen zum Wochenabschluss nochmals. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.